Andi Strauß, der hat mir meinen ersten Blumenstrauß geschenkt und es waren Rosen, das war in Heidelberg. Und ich habe mich so geehrt und das hat mich einfach völlig fasziniert. Und meinen ersten Blumenstrauß, ich meine, wenn ein Mädchen seinen ersten Blumenstrauß gibt und es Rosen sind, das hat ja schon mal viel zu bedeuten. Und im Übrigen habe ich ihn mal in Berlin habe ich ihn kennengelernt im Herbst. Und der stand da am Straßenrand und es waren solche zwielichtigen Gespalten um ihn herum. Und ich lief mit anderen Slammern daran vorbei und er meinte dann, hast du mal eine Mark? Und ich dachte, er gehört dazu, zu diesen, wie sagt man, Kloschach oder sowas. Und als ich ihn dann auf der Bühne sah, war ich, das ist doch der Penner, der da vorhin mich um eine Mark angehauen hat. Naja, wie auch immer, Andi Strauß ist super und es ist super, dass ich ihn kenne.